Hallo und willkommen zu den neuen Folgen von Die Siedler. Ja, wir machen mittlerweile weiter mit Mission 7. Kommen bisher sehr gut durch. Also am Anfang haben wir ein bisschen länger gebraucht, halt mit reinzukommen. Aber ich glaube, ab Mission 3 oder 4 geht es relativ zügig eigentlich. Also meistens so 2 Folgen pro Mission. Es geht eigentlich, aber mal schauen. Ich glaube, die Missionen werden irgendwann auch schwieriger. Aktuell bin ich ja wirklich... Ich habe die selber gerade mal die 7. gemacht. Gucken, was nächstes Mal die 8. ist. Also wie gesagt, ich spiele meistens aber die Mission einmal vor, um zu gucken, wie sie läuft, wie man am besten bauen kann. Wenn ich es einmal geschafft habe, ja, muss gucken, ob ich vielleicht ein bisschen anders baue, um auch ans Ziel zu kommen. Deswegen, ja, starten wir die Mission. Missionsbeschreibung. Euer Majestät, darf ich sprechen? Ich möchte eure Aufmerksamkeit für eine Weile vom Frost des Nordens ablenken. Es geht um die Vorkommnisse in Geth. Dort ist es zwar wärmer, aber nicht weniger gefährlich. Der Bischof von Geth will eine Kathedrale erbauen, als Symbol der Hoffnung für seine Landsleute. Er hat um unsere Hilfe gebeten. Geth stemmt sich seit Jahren gegen die Angriffe von Wikingern und Banditen. Nun schickt auch der Rote Prinz seine Söldner, um Unruhe zu stiften und die Ländereien seinem Imperium einzuverleiben. Die Seuche ist über die Stadt gekommen und der Hafen nahe Geth wurde zerstört. Die Leute brauchen unsere Hilfe. Wir sollten unsere Siedlung jenseits des Flusses erbauen und die Stadt Geth von dort aus versorgen. Helfen wir den Siedlern von Geth bei der Erfüllung ihrer heiligen Pflicht, so gewinnen wir einen starken Verbündeten. Ja, das ist heilig, ist ja Wahnsinn. So, was sagt ein Tordal? Die Leute auf Geth sind schwach. Wir haben sie jahrelang ausgeplündert. Schickt mich! Nein. Definitiv nein. Sagt schwach und ihr ausgeplündert. Nee, lass mal. Ich habe mein Leben lang gegen Söldner gekämpft. Keiner kennt sie so gut wie ich. Deshalb sollte ich gehen. Geht. Also bisher von den dreien würde ich auf jeden Fall Markus erstmal nehmen. So, macht sie. Okay, sie hat irgendwas mit Glauben. Das könnte natürlich ein Vorteil sein für sie. Die Kathedrale zu vollenden ist eine Frage des Glaubens. Lasst mich gehen. Das ist kein sonderlich guten Grund, ne? Geth war einst ein wichtiger Handelsplatz. Mit meiner Hilfe könnte es auch wieder einer werden. Auch nicht so schlecht. Was sagt Hakim? Meine Ahnen errichteten einst gigantische Bauwerke. Eine Kathedrale zu bauen, wird ein Kinderspiel sein. Ja, deine Ahnen konnten das bauen. Kannst du sie bauen? Elias oder Markus? Falsch nicht. Entscheidet euch. Gegen... Euer Wort ist mir Befehl. Ja, da würde ich sagen, hat Markus dann gewonnen. Weil er sagt so, ja, entscheidet euch, los, los. Und er so, ja. Dein Wort oder euer Wort ist mein Befehl. Also, ja, Markus darf hin. Der Bischof von Geth wünscht sich eine Kathedrale als Symbol der Hoffnung für das Volk zu erbauen. Doch die Stadt ist mit der Seuche geschlagen und ihr Hafen ist zerstört. Die Menschen dort brauchen unsere Hilfe. Geth liegt nördlich von hier. Wir sollten uns dorthin begeben und sehen, wie wir helfen können. Nötig. So, wir werden schnell irgendwo Holz machen. Tier, hier ist Tier. Okay, dann werden wir auf jeden Fall erstmal Tiere hier machen. Dann haben wir hier Holz. Ganz viel Holz sogar. Hier haben wir Stein. Hier haben wir auch nochmal Holz. Sobald eure Siedlung steht und der Hafen wieder aufgebaut ist, können wir damit beginnen, die Kathedrale für den Bischof von Geth zu bauen. Das ist viel dringender. Wenn ihr erst den Titel Landvogt tragt, werdet ihr uns sicher helfen können. Ja, vorher nicht. Die Seuche geht in unseren Landen um. Unser Hafen muss wieder aufgebaut werden, damit dort ein Schiff mit einer Ladung Medizin anlegen kann. Geht zum Hafen. Baut ihn wieder auf, damit wir die dringend benötigte Medizin erhalten. Ja, erstmal baue ich aber hier Sachen. Oh, komm, stimmt, wir haben jetzt Dings. Wir haben
hier die Möglichkeit, direkt relativ flott Getreide zu bauen. Das werde ich auch direkt nutzen. Eine schöne gerade Straße. Mit zwei Getreidesachen. Sollte das kein Problem sein. Komm, pass, pass, pass. Bitte pass, danke. Normalerweise sollten jetzt gut 10 Kornfelder werden. Ob das Holz reicht, ist was anderes. Passt du bitte? Das passt nicht. Machen wir einfach so. Dann sollte es passen. So eine richtige Getreidestraße ist das hier. Passt, passt. Nein, es passt nicht. Kann nicht wahr sein. Okay, dann hat jeder 1, 2, 3, 4. Hat jeder 4. Sollte auch reichen. So, dann noch Brot, ist klar. Wenn wir die Möglichkeit haben, Brot zu machen, dann machen wir auch Brot. Okay, jetzt langsam wird es mit dem Holz eng. Ja, wir kriegen nur 3 Holz zurzeit. Ist jetzt nicht sonderlich viel. Hör ich auch aus. Also viel solltet ihr eigentlich nicht motzen. Ne? Wir haben hier 2 Möglichkeiten. Du reitest mal bitte hier hin. Das ist eine Ruine. Sofort. Ah, hier ist auch noch Tier. Und ein großer Wald. Kann man gut nutzen. Wir haben 200 Gold gewonnen. Schon unterwegs. Da gibt Getreide. Brauchen wir jetzt nur Holz. Das Wichtigste, was wir brauchen, ist Holz. Ich kann mir überlegen, da direkt noch einen zu bauen, aber okay. Was wichtig ist, glaube ich, erst mal unsere eigene Siedlung da zu schützen. Das ist ziemlich wichtig. Deswegen ja, werde ich erstmal eine schöne Mauer bauen. Aus Stein. Sieht aber schöner aus als eine aus Holz. Jo, passt. Perfekt. Ja, der Weg geht da nicht ganz mittig durch, aber ja. Haben wir auch wieder Holz. So, Metzgereien links ausbauen, dann die beiden Holz. Ja, okay, doch keiner will beides Holz ausbauen. Gut, dass auch keiner Holz braucht. Wir haben gerade gar nichts. Ab in die Kirche, Leute. Wir brauchen ja Geld. Brauchen wir eigentlich jetzt keins. Ja, wir haben keine. Ja, wir produzieren auch selber Essen. Wir brauchen viel, mindestens mal 4, 5, 6. Zum Dreh. Also wir brauchen noch mehr Tiere. Ist hier ein Bär? Oder hat gerade hier die Hirsch... Ne, das Reh. Und Töne gemacht. Ich hau's mal. So, Stein. Gebiet auch mal besser machen. Du bist auf 9. Auch. Wir haben Stein. Die Burg kann warten. Man muss ja Gott sei Dank manchmal nie hier groß rum. Da ist ein Weg. Da ist auch ein Weg. Wie ihr wünscht. Und 2 Wege hier. Okay. Den kann man benutzen. Für Holz. Ganz viel Holz. Ah, das ist ein Doppelweg. Wenn ich zum Beispiel hier hingehe, was sehe ich da? Bäckerei ausbauen und... Ah, nicht genügend.
Passt das jetzt? So, das sah eigentlich ziemlich passend aus. Muss da noch eine Mauer hin. Da haben wir eine Mauer und da geht's auch runter. Erst wird die Mauer gebaut, dann schauen wir weiter. Also hier noch eine Mauer hin. Da steht die Mauer und da noch eine Mauer hin. Okay, Moment, dann müssen wir jetzt mal testen. Lauf mal kurz her. Sofort. Bin mir da nicht ganz so sicher. Mit meinem Metzger ausbauen. Der Metzger. Haben wir noch. Hier sollten eigentlich jetzt genug da sein, langsam. Das heißt, wir könnten eigentlich direkt noch eine bauen. Getreide. Gar nicht mehr so viel. Okay, Getreide haben wir. Nur die kleinen Getreide. Farmen. Wenn wir die groß bauen, können wir nur zweite Bäckerei machen. Eine gigantische Mauer. Wenn jetzt bald die Mauer fertig ist. Okay, das hat sich ja schon erledigt. Jawohl. Ist er da? Jawohl. Okay, dann automatisch suchen. Schon unterwegs. Sehr schön. Dann bitte nach darin, damit wir da noch die Mauer gleich bauen können. Ein schönes Gebiet für Holz. Echt schönes Gebiet für Holz. Ah, haben wir schön mal den Weg genutzt. So, auch noch ein Weg, der nach da geht. Jetzt gar noch ausbauen. Da haben wir Zeit. Das ist schön daran. Da kann man sich wirklich so schön vorbereiten auf alles, was wir brauchen. Das kann man echt. Oh. So, bitte das Tor dafür bauen. Mit vier Eingänge. Mal brauche ich keinen vier Eingänge, aber ist egal. Wenn wir die Möglichkeit haben, vier Eingänge zu machen, machen wir vier Eingänge. Zwei. Reichen jetzt zwei, um hier zuzumachen? Nö, wir brauchen vier. Auch mindestens vier. Wie kein Getreide. Ich muss sagen, die Holzleute sind sehr, 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 sehr langsam. Ja, unsere Mauer scheint langsam oder unsere Stadt scheint langsam geschützt zu sein. Ja, hier muss noch eine Mauer hin. Dann haben wir eigentlich unsere Gebäude gut geschützt. Oh, jetzt machen wir auch langsam gut Getreide. Die Getreidestraße. So heißt die auch jetzt. Zweimal bitte Brot. Holzfäller, bitte. Holz. Stein haben wir schon. Damit können wir. Ich hoffe mal, dass wir am Ende nicht irgendwo Holz kaufen müssen. Na, das wäre ein bisschen nicht gut. Aber die Frage ist, wo können wir uns Holz kaufen? Können wir uns überhaupt Holz kaufen? Eigentlich schon. Sollte gehen. So, die Bäckerei wird ausgebaut. Der ist schon ausgebaut. Ja, wir haben jetzt sechs Leute hier für insgesamt jeweils vier Felder. Das heißt, ein Feld sollte immer zum Ernten da sein. Funktioniert. Hier sollte nicht ganz so viel. Jawohl, unsere Dings sind fertig. Brauchen wir noch 25, um die Burg auszubauen. Alles klar. Okay, dann noch eine Gerberei. Ich weiß, ich bin gerade ein bisschen zügig unterwegs. Aber es ist, wenn wir es möglich haben können, mache ich das auch gerne. Ich werde auch keinen Landvogt dann irgendwas zu machen. Der erste Winter kommt. Ja, drei Monate. Das kann man noch überleben. Vor allem, wir haben noch Milch. Warum haben wir Milch? Warum haben wir
Fisch. Und jetzt haben wir das Problem, dass wir wieder zu viel Holz einmal machen. Aber na gut. Oh Markus, bald bist du fertig. Oh, wir können schon das Lagerhaus ausbauen. Wie viele Leute sind noch da? Mit Stein. 105. Ja, geht noch was. Noch zwei Gerbereien. Noch eine. Komm. Bitte, Landvogt. Meine Dankbarkeit für diesen Titel ist euch gewiss. Das ist aber auch nett von dir. So, wir können bald die Kirche ausbauen. Und die machen gute Arbeit hier. Jetzt schauen wir mal kurz. Jawohl. Wo reitest du denn? Hier sind Kühe. Zwei Kühe. Wie ihr wünscht. Ist jetzt nicht sonderlich viel, aber hier sind auch noch Kühe. Das ist. Und Fisch. Das Gebiet brauchen wir auf jeden Fall. Komm. Nein. Nee, wie gesagt, das brauchen wir auf jeden Fall für die Kühe und das andere Gebiet brauchen wir auch noch, um die anderen Kühe zu holen. Danach können wir es einfach wieder wegfahren. Danach brauchst du nicht mehr das Gebiet. Wir können die Kirche ausbauen. Dann mache ich da eine Kuh farmen. Was ist dein? Achso, hier kommt der Weg dahin.